Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zum neuen Projekt und zwar zu Project Cars 3. Wir legen direkt los. Wir haben im letzten Livestream ja schon angespielt und zwar die ersten zwei Missionen. Die erste Mission habe ich alleine gespielt, damit alles sauber funktioniert. Und nun sind wir im Canyon One und da habe ich nichts geschafft, denn wir brauchen ganz schön viel Erfahrungspunkte. Und das erste Rennen haben wir geschafft. Und das zweite folgt sogleich. Wir fahren aktuell einen Toyota GT 86 mit ein bisschen optischem Tuning und ein bisschen Motortuning. Mehr sehen wir aber in den nächsten Parts. Und ich würde sagen, los geht's. Machen wir das erste Rennen und gewinnen das erste Rennen, oder? Gefahren wird übrigens gegen sehr schwere Spieler. Also KI-Einstellung auf sehr schwer, Fahreigenschaften auf Profi. Oder auf erfahren, glaube ich. Erfahren ist es, glaube ich. Und ja, Grafikeinstellung maximal. FPS müsstet ihr oben links sehen. Schwanken hier und da. Aber ist vollkommen optimal für das Spiel und ausreichend. Los geht's. Wir starten an wievielter Stelle? Platz 11. Platz 11 ist ganz gut. Fahren gegen Civics, gegen TTs, Skylines, Civics, TT, Lancer. Naja, wird lustig. Okay, this is the big one, the last race in the championship. Let's wrap it up and back the victory. Ich bin gespannt, ob wir das Rennen gut abschneiden oder nicht. Ja, eingekesselt von TT Lancer, gefolgt wieder von einem TT. That's P7. Good job. Der zweite Gang hier vom Toyota ist sehr, sehr leistungsstark und wird von mir gerne dafür benutzt, in Kurven zu überholen. Und der Sound ist so geil. Start working on your wet lines. Try and find the best parts of the corner for maximum grip and traction. Und da beginnt der Regen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. This is your last lap. Come on, keep pushing. Richtig gemein. Auf Regen war ich nicht vorbereitet, Leute. Noch nie auf Regen gefahren. Hart. Jetzt wird's schwer. Zwar schöne Drifts, aber sehr langsame. Boah, Wahnsinn. Die Fahrbahn wird immer nasser. Scheiße. Nur Platz 4. Somit sind wir nicht auf dem Treppchen. Doch, Platz 2 sind wir geworden. Meiner Meinung nach war es sehr schwer und vor allen Dingen urplötzlich der Wechsel, dass wir ganz plötzlich kein
also festen Unterboden mehr haben, sondern einfach nur nach Nässe. Das war schon kopfmäßig sehr, 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 sehr schwer, kopfmäßig umzusetzen. Und ich glaube, das haben wir alles geschafft und sind somit bei den japanischen Wurzeln angekommen. Coole Sache. So, weiter geht's. Achso, ja. Ich möchte es freischalten. Natürlich. So, und dann sind wir hier nun im Kletterkampf. In der heißen Runde. Wir brauchen eine Rundenzeit von 2,24. Ich bin gespannt, ob wir das irgendwie gebacken bekommen. Also ich denke mal eher, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin optimistisch wie immer. Also, Project Cast 3 ist ganz anders als die Vorgänger, aber meiner Meinung nach ganz geil. Also mir gefällt's. Wenn ihr es auch haben wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Holt es euch aktuell im Angebot auch. Ich find's geil. So, heiße Runde startet. Die Runden sind wir noch nie gefahren. Fliege nach Start. Ist dann meiner Meinung nach noch härter. Oh, die Bremse ist so hart eingestellt. Dass beim Antippen rutscht man so gesehen schon weg. So, das, was wir runtergefahren sind, fahren wir jetzt, glaube ich, wieder hoch. Mein Gott, Leute. Ah, der Wagen ist ziemlich geil, der gefällt mir. Bisschen an den Bordstein gekommen, macht aber nichts. Als ob wir die Zeit geschlagen haben beim ersten Mal. Echt jetzt? Gescheitert? Okay, wir brauchen eine 2,24er. Los geht's. Was anderes bringt uns nichts, Leute. Keine Fehler. Wir haben die Wand berührt und damit unsere Rundenzeit, glaube ich, ungültig gemacht. Los geht's. Wir versuchen es mal, ob die Rundenzeit noch gilt. Meine Meldung kam nicht. Ungültige Rundenzeit und somit funktioniert es nämlich nicht. Achso, nee, 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 nee. Falsch, 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 falsch. Ich wollte keine Wiederholung sehen, ich wollte einen Neustart haben. Na ja, ja, das ist ganz schön knifflig, Leute. Ich muss mal schauen, ob wir vielleicht die Bremse ein bisschen feinfühliger einstellen können. Das verhält sich hier gerade, glaube ich, über die Bremse.
Empfindlichkeit der Bremse machen wir 100%, glaube ich. Das ist dann ganz gut. Hoffe ich. Wenn nicht, sehen wir das jetzt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Bremse ist jetzt zu stark oder genau richtig. Na, wir gucken mal. Ah. Jetzt ist genaueres Bremsen möglich. Oh, die Kurven sind aber geil gemacht in der Strecke. Ich lese es gerade wieder. Schon wieder eine ungültige Rundenzeit. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Ungültige Rundenzeit bedeutet also auch, wenn wir ein bisschen von der Straße abkommen. Okay, das wird hart. Aber die Bremse funktioniert schon mal feinfühliger. Das Gaspedal ist perfekt. Drauflatschen heißt Vollgas. Halb drauflatschen heißt fast Vollgas. Müssen wir ein bisschen langsamer in der einen Kurve sein, dass wir da nicht zu stark aus der Kurve rausfliegen. Aber aktuell funktioniert das Ganze ganz gut. Nein! Boah, das ist ärgerlich. Vor allen Dingen, wenn man nur einen Zentimeter von dieser Kackstraße abkommt, hat sich die Sache erledigt. Okay. Hartes Rennen. Mann, Mann, Mann. Ich denke mal, wir sind noch gut dabei, was das Tempo angeht. Wäre die Kurve ein bisschen weniger Drift-Action, dann hätten wir die sehr, sehr flüssig geschafft. Verdrückt.
Und? Was sagt die Zeit? Müsste besser sein, oder? 2:15. Sehr schön. Und somit ist das unser bester Versuch, weil die anderen sind ja fehlgeschlagen, tatsächlich. Ich war gerade überlegen, warum wir nichts anderes angezeigt bekommen, aber tatsächlich, das war unser bester Versuch. Sehr gut. Kriegen wir mehr Prozente? Nein. Immer noch 5% aufs Fahrzeug-Upgrade. Na, immerhin. Haben oder nicht haben, ne? Das heißt, die heiße Runde haben wir geschafft. Nun gehen wir in die dunkle Wüste. Beende das Rennen innerhalb von 2 Minuten 30. Wie viel Überholmanöver brauchen wir? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Kurz warten. 8 saubere Überholmanöver. Ist die Frage, auf welcher Platzierung wir starten. Wenn wir relativ weit vorne starten, wird es schwer. Da müssen wir uns kurz zurückfallen lassen, um die vollen XP zu bekommen. Boah, aber wenn ich die Strecke schon sehe, da wird mir schlecht. Ist das deren Ernst, dieses Schlängel? Abends. Geil. Qualifying und so gibt's hier nicht, Leute. Hier wird man einfach eiskalt ins Rennen geschmissen. Fliegender Start. Mann, Leute. 2, 4, 6, 7, wir haben ganz viele vor uns. 10 Positionen vor uns, die gerne sauber überholt werden möchten. Gib ihm. Wenn man die Strecke nicht kennt, ist das sehr gefährlich. Doch sauber vorbei, bitte. Yes. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Push it as hard as you can now. This is the last lap. Take the win. Ja, den dürften wir haben. Wir sind deutlich schneller. Great stuff. Best first sector time so far. Zweiter Sektor, Bestzeit. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Geschafft, geschafft, geschafft. Genau so möchte ich das sehen. Die Sieger sind natürlich wir. Sehr gut. Extra XP. 10.000 EP direkt. Das ist natürlich lohnenswert bei der Endabrechnung, so gesehen. Zack. 10% Fahrzeug-Upgrade-Rabatt. Also es lohnt sich immer mehr, das Fahrzeug abzugraden, glaube ich. Aber wir müssen noch diese Klasse niedrig bleiben. Also genau wie in der vorherigen Klasse gilt hier die Road E. Bedeutet, wir können erst nach dieser finalen Sache hier, Road E-Finale, können wir unser Fahrzeug nochmal upgraden, da ich das bereits getan habe.
Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Dann geht's weiter mit Home Run und Grassroots. Bis dahin, bleibt beseit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.